Guten Abend, meine Damen und Herren. Als ich gewählt wurde, diese Ausstellung Berlin mit Soul, Menschsein zu eröffnen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Nicht nur, weil ich als Kind schon immer Malerin werden wollte, Kim, Sie haben die Ausstellung von Kunst in Berlin hier in der Werbegalerie eröffnet. Berlin mit Soul. Was verbindet Sie mit Kunst? Also nicht mit der Kunst. Ich glaube, als ich Kind war, ich wollte immer Malerin werden. Ach. Ich habe sehr gerne gemalt. Aber meine Oma war sehr konservativ und sie fand Kunst als Beruf, das ist eben nicht ein Beruf, womit man viel Geld verdienen kann und damals auch keinen großen Ruf. Was inzwischen jetzt sich sehr verändert hat. Deshalb musste ich mich für einen anderen Job entscheiden. Aber weil ich eben als Kind immer an der Kunst interessiert war, bin ich danach auch weiterhin an der Kunst so interessiert, dass ich immer regelmäßig Ausstellungen besucht habe und auch vor allem mich sehr gerne in Künstlervierteln Souls auch bewegt habe. Also vielleicht das verbindet mich mit der Kunst. Und diese Leidenschaft haben Sie Ihrem Mann übertragen? Oh, ich glaube, diese Leidenschaft ist aufeinander, also gegenseitig übertragen worden, denke ich. Das ist auch eine Gemeinsamkeit, was mich mit meinem Mann verbindet. Haben Sie einen ähnlichen Kunstgeschmack? Ja, also wenn man auch selber Kunstliebhaberin und Kunstliebhaber ist, dann manchmal ist es auch nicht unbedingt vereinbar, also welche Kunstwerke gerade man kaufen möchte. Wenn man verheiratet ist, also möchte man nicht unbedingt zwei unterschiedliche Kollektionen haben. Aber da haben wir eben einen Vorteil. Wir beide haben erstaunlicherweise sehr große, also viele Ähnlichkeiten, was Kunstgeschmack und Kunst angeht. Jetzt sind Sie ja groß, Sie sind ja nicht mehr ein Kind, jetzt können Sie ja malen, jetzt kann Ihnen ja niemand mehr das vermieten. Das stimmt. Also ich habe neulich, vor allem während der Corona-Zeit, habe ich dann doch meinen Kindheitstraum ein Stück realisiert, indem ich jetzt mich mit der Kalligrafie befasse. Das ist ja klasse. Kalligrafie ist auch in Südkorea ein großes Thema, ja. Ja, Kalligrafie habe ich auch als Kind in der Schule gelernt, aber ich habe schon damals als Kind auch diese Kalligrafie einfach zu Hause selber geübt. Ich hatte einfach Freude an der Kalligrafie, aber lange durch Studium und danach als Berufsleben hat mir nicht erlaubt, so viel Zeit zu haben, für mich mit der Kalligrafie zu widmen. Aber jetzt, wie gesagt, dadurch, dass wegen der Corona-Zeit die Reisen, die ich sonst normalerweise mache, die alle Geschäftsreisen fallen jetzt aus und finden immer Konferenzen und Sitzungen per Video statt. Und daher kann ich diese Zeit ein bisschen mehr für meine Kalligrafieübung jetzt gewinnen. Und wenn Sie dann fertig sind, dann stellen wir Sie aus. Ja. Oh, das wäre eine tolle Idee. Aber bis dahin muss ich wirklich richtig hart daran arbeiten. Aber ein Ziel zu haben, ist immer schön. Letzte Frage. Sie sammeln auch Kunst, oder? Ja. Sie und Ihr Mann? Und da Sie ja deinen Geschmack haben, wird es einfach, oder? Ja, genau. Ich habe früher auch in Korea, als ich in Korea lebte, hatte ich auch eine kleine Kollektion. Die habe ich meinem Mann auch gezeigt und er fand natürlich koreanische Malerei und er war sofort beeindruckt von der koreanischen Malerei. Und ich natürlich jetzt in Deutschland, die Kollektion meines Mannes, die gefällt mir auch. Also wie gesagt, wir haben beide sehr ähnliche Geschmack und das erleichtert unser Kunstleben. Also deutsch-koreanische Freundschaft auch im Künstlerbereich. Genau. Kunst verbindet ja nicht nur die unterschiedlichen Kulturen und die Menschen. Also ich denke, das, was die Menschen zusammenbringt, da trägt die Kunst wirklich in großem Maße dazu bei. Integration und Miteinander und Verstehen über andere Kultur. Ich glaube, das brauchen wir gerade in dieser schwierigen Zeit wie Corona und auch vorbei, weltweit immer wieder Konflikte es sich ergeben. Vielleicht ein bisschen, ein Stück mehr Kunst und darüber auch so Menschen miteinander
gemeinsames Verständnis haben. Vielleicht, das brauchen wir heute denn je, glaube ich. Und wir brauchen mehr so Brückenbauer, wie Sie es sind. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Schröder-Kimm. Ich danke Ihnen für die Einladung.